So, moin moin zusammen, ein neues Video über Instrumentalizer, diesmal ein ganz kurzes, kleines. Google hat seit einiger Zeit, man weiß nicht genau wie lange, ein Text-Adventure in der Google-Suche eingebunden. Und dieses Text-Adventure könnt ihr alle spielen, überhaupt kein Problem. Aber es gibt so einen kleinen Haken. Und zwar funktioniert das nur auf google.com und auch nur, wenn ihr in Englisch sucht. So, wenn ihr jetzt also euren Browser aufmacht, in Chrome, also ihr braucht dafür Chrome, dann ist es so, wenn ihr auf google.com geht, ist es standardmäßig erstmal auf Deutsch eingestellt. Wie kann man jetzt also dieses Text-Adventure spielen und wie kann man die Google-Suche auf Englisch umstellen? Das zeige ich euch jetzt in diesem kleinen Video hier. Und zwar, wir sind ja jetzt hier auf google.com und es gibt hier unten rechts in der Ecke, gibt es einen kleinen Button Einstellungen. Da klickt ihr drauf, klickt dann auf die Sucheinstellungen hier oben und kommt auf eine neue Seite. Dort gibt es hier oben links einen kleinen Button Sprachen. Und da klickt ihr einmal drauf, wählt die Sprache Englisch aus und klickt auf Speichern. Geht den Hinweis, die Einstellungen wurden gespeichert. Und jetzt seht ihr, die Google-Suche ist in Englisch. So, wie kommt ihr jetzt zu diesem Text-Adventure? Ihr tippt hier in der Google-Suche Text-Adventure ein. Enter, kommt dann hier in diese Suche rein und drückt dann F12, das ist eine Möglichkeit, oder ihr drückt Steuerung, Shift und I, damit ihr hier oben in die Konsole reinkommt. Und ihr seht ja schon, hier Warning, ne, nichts Copy-Pasten und so weiter und so fort. Would you like to play the game? Und dann könnt ihr in der Konsole Yes eintippen. Ich habe das schon mal eben ein kleines Stück gemacht. Und wir sehen dann hier, welche Commands es gibt im Spiel. Ja, dann könnt ihr halt hier anfangen. Wir sehen jetzt halt eben hier, but wait, where are your friends? Red, yellow, blue, green, and they always perky ready. You see a statue of a metal man peeking out of a building. The park is just across the street. Jetzt können wir halt sagen, wo lang wollen wir jetzt gehen? In diesem Fall nach Norden, also tippen wir North ein. Wir kriegen dann eine Map Legend. Die hier. Punkt ist ein geklärter Weg, Minus ist eine Wall, Plus ist eine Door und Add ist unsolved. Wir haben jetzt den nächsten Punkt. Im Prinzip ist es eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst. Also es ist wirklich innerhalb von einer Minute ist es einstellbar für euch. Wir gehen jetzt nach Norden und ein kleiner Weg geht um ein Time Tree herum. You see a map. Also wir sehen eine Map, die können wir jetzt grabben. Und das ist so ein bisschen das Tutorial. Tippen die Konsole wieder Grab ein. Und wir haben jetzt die Map und die Map ist auf 1 in unserem Inventory. Wir gehen jetzt weiter, Possible Exit North and South. Wir sind ja aus dem Süden gekommen, also gehen wir weiter Richtung Norden. So, und wir sind jetzt auf der Karte hier. Und können jetzt halt eben weiterlaufen. Die Karte ist cool gemacht. Wer Text-Adventure mag, kann sich das auf jeden Fall angucken. Ihr könnt die Konsole natürlich auch noch beliebig in die Größe ziehen. Und ja, genau. Das ist im Prinzip eigentlich alles, was ihr wissen müsst, um das Google Text-Adventure zu spielen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und falls ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas nicht hinkriegt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, ja, lasst doch sehr gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, sagt Sir Metalizer. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos und euch viel Spaß mit dem wunderbaren Text-Adventure von Google.